Fränkel frotzelt. Heute. Let's Play. Feuerwehr 2014, die Simulation. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Feuerwehr 2014, die Simulation. Ich bin hier auf dem Fabrikgelände und suche gerade Vermisste und lösche. Blöd ist nur, jetzt geht mir das Löschmittel aus. Jetzt müsste ich doch mal wieder, ich hole mir jetzt erstmal, obwohl von hier könnte ich nochmal versuchen zu löschen. Geht das? Ja, alles was noch geht, wird jetzt hier nochmal gelöscht. Es ist wohl doch keiner ganz oben gewesen. Cool wäre, wenn ich jetzt von hier einen sehen würde, wenn er da rumliegen würde. So, jetzt habe ich ausgeschissen, ne? Ja, verdammt. Okay, dann werden wir uns jetzt mal hier runterstürzen. Endlich darf ich das auch mal machen auf so einer Höhe. Das ist sehr schön. Moment. Da drüben. Okay, Baby! Haha! So. Frischer Schlauch. Was ist denn hier noch? Ich glaube, hier ist nichts. Ich hab noch eine Viertelstunde, ey. Jetzt kann ich das nicht anschließen. Muss ich erst abschließen wieder. Ach du Scheiße. Wo habe ich denn das angeschlossen? Kacke! Okay, das Nusshörnchen-Syndrom hat wieder zugeschlagen. Ich habe ja ein Orientierungssinn wie Nusshörnchen, sage ich immer. Und jetzt weiß ich nicht, wo war der Schlauch angeschlossen? In welchem scheiß Drecksfahrzeug? Am Wechsellader? Na Quatsch, der ist ja gar nicht runtergefahren. Da, da, alles klar, alles im Griff. So, jetzt. Schlauch weg. Und weiter geht's. Anderes Fahrzeug. Ja, wie ihr seht, die Kollegen haben alle Zeit, die laufen ein bisschen rum, wir müssen spazieren hier, ne? Nichts zu tun sonst, klasse. So, müsste ich eigentlich wieder einen vollen Tank haben, ja, und da kann ich dann später auch nochmal anschließen. Da habe ich noch eine dritte Möglichkeit. So, jetzt gehen wir zurück zu dem blöden Gebäude. Und durchkämmen das weiter. Ganz oben war nichts. Unten, glaube ich, war auch nichts. Habe ich was übersehen, aber jetzt gehen wir mal in den ersten Stock. Oh, das ist bestimmt eine Gasflasche, oder? Okay, hier geht's hoch. Da brennt's schon wieder, oder wie? Ja, es hat wieder... Der Brand hat wieder sich ausgebreitet. Ja, das ist ja Schwachsinn, da zu löschen. Ich geh jetzt mal eins hoch. Hopp, schaffst du, komm! Okay, Nein! Das ist fies, das haben die Absicht da hingelegt, damit man denkt, da könnte jemand sein, aber das ist dann immer keiner. Das ist ja voll fies. Hier könnte aber jemand sein, weil hier brennt es nicht. Das ist fast ein bisschen auffällig. Habe ich da schon gelöscht? Das kann natürlich sein, ne? So, da war jetzt auch nichts. Noch eins höher. Könnte natürlich auch in einem ganz anderen Gebäude sein. Scheißen Dreck aus der Mistbrandhölle! So kriegen wir das dann schon noch in den Griff hier. Da müssen wir nochmal suchen, zwangsläufig. Atemschutz wird eh überschätzt. Okay, hier brennt es ein bisschen. Lichterloh. Ich bahne mir einen Weg. Da liegt einer, ne? Ja! Ja, natürlich. Noch eine Truller, ey. Drei Weiber! Ah. Die mit der Reizwäsche. Okay, die darf das. So, jetzt bringe ich die zurück und dann ist das Mission geschafft oder wie oder was oder wo? Das war ein ganz schönes Ungesuche, ey. Aber da kommt bestimmt noch irgendwas. Das kann nicht alles gewesen sein. Warum laufe ich eigentlich da runter? Ich könnte runter springen, ne? Egal. So! Rettungswagen, wo bist du? Am Arsch der Welt. Es hat geheißen 3, ne? 3. So. Sanitäter!
Hier, tu schnell da! Oh. Jetzt soll ich auch noch löschen. Ihr seid doch bescheuert. Okay. Ich habe nur noch 12 Minuten Zeit. Spinnt ihr? Wie soll ich das denn machen? Okay, wie geht das wieder? Wo habe ich denn mein Menü? Wo habe ich mein Menü? Wo habe ich denn jetzt hier den Schlauch wieder? So, wo soll ich denn helfen? Überall oder was? Ihr habt sie doch nicht alle. Muss das alles ausweiten? Das schaffe ich ja nie. Okay, wenn die hier löschen, dann wird es wohl hier sinnvoll sein zu löschen, vermute ich mal. Halten wir einfach mal rein. Also wenn das alles aus soll, dann schaffe ich das nicht. Dann, da übersieht man ja irgendwas. Kann ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht muss ich einen bestimmten Anteil löschen oder so. Ja, ich halte mich da mal an die Kollegen, wo die hier abhängen. Hier ist keine Sau. Das scheint also auch keine Sau zu interessieren hier. Wo habt ihr denn noch gelöscht, ihr Blödpenner? Wartet mal. Logisch wäre eigentlich, dass ich da lösche, wo das Ding blitzt. Das wäre dann da vorne. Da stehen die auch rum. Das wäre logisch. Ja, kann ich nicht ran. Ach du Schande, da oben ja auch noch, ne? Soll ich das so machen oder soll ich da jetzt noch die Drehleiter einbauen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fragen über Fragen. Komme ich doch gar nicht ganz hoch so ohne Drehleiter, ne? Okay, ich habe noch 10 Minuten. Ich werde die Drehleiter versuchen aufzubauen. Komm. Es wird ja seinen Sinn haben, warum ich... Scheiße, wo war das angeschlossen? Fuck. Ich würde sagen, es wird ja seinen Sinn haben, dass da ich mit der Drehleiter hier anrücke. Da werde ich die wohl auch brauchen. Ja, Schlauch zurück! Keine 10 Minuten mehr, ey. Und rein. Was? Ich habe Atemschutz doch gar nicht mehr auf, oder? Da. Jetzt habe ich ihn doch ausgezogen. Kann ich jetzt bitte? Ich muss es ablegen. Scheiße. Wo habe ich es denn her überhaupt? Immer dieselbe Frage, ey. Kacke. Ja, warte. Irgendwo, einer hat doch da irgendwo Atemschutz. Ach, der Blöde. Wechsel-Dingsbums da, der hat nicht mal offen. Da kann ich es hinlegen. Jetzt darf ich aber bitte fahren, ja? So. Oh, die überall löschen, ey. So, aufbauen. Auch wieder einen Schlauch. Hä? Was machst du denn da drin in meinem Auto hier, du Arsch? Kann ich den Schlauch nicht nehmen, oder was? Die Frage wäre, ob es sich lohnt, einen Unendlichkeitsschlauch aufzubauen. Hier ist ja ein Hydrant, ne? Hier irgendwo. Da ist ein Hydrant, da ist ein Hydrant. Das könnten wir mal ausprobieren. Komm, zu viel Zeit darf sein. Wenn ich das alles löschen soll. Das könnt ihr vergessen, ey. Wo ist denn jetzt der scheiß Uffmacher wieder? Das ist der falsche, Frank. Was ist der für ein scheiß Aufzug? Okay, wo ist der andere Penner? Hier. Ich habe einen Denkfehler irgendwo, oder? Nee. Passt. Lüdeles-Schlauch. Hier ran.
da dran. Anderer Schlauch. Hier dran. So, jetzt habe ich wenigstens unendlich Wasser. Das hätte ich vielleicht ganz am Anfang machen sollen. Naja, egal. So, jetzt gehen wir da hoch und schauen, ob da noch was zu retten ist. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Wie lange habe ich noch? 7 Minuten? Scheiße. Mann, Mann, Mann. Also hoch. Gott, was da alles brennt! Das ist ein Albtraum! Noch mal höher, komm. Das kann man doch nicht schaffen, alles. Ich bitte euch. Ich sehe überhaupt nicht mal, wo es noch brennt. Da brennt noch ein bisschen was. Da unten drunter. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich, da hinten auch noch, klar. Was, Zielschießen angesagt, oder was? Ja, schön. Aber wie gesagt, da ist noch so viel. Schaut euch das mal an. Das ist ja unmöglich zu schaffen. Wenn ihr mich fragt. Die ganze Scheißfabrik, ey. Das ist doch nicht ernst, oder? Ja gut, ich mach halt. Ich tu, was ich kann, ne? Ja, wollen wir da das runterfahren? Ich weiß ja gar nicht, was ich löschen muss. Das kann aber doch nicht euer Ernst sein, dass man alles löschen muss. Das ist doch nicht zu schaffen. Das ist ja kompletter Wahnsinn, ey. Holla die Waldfee, ey. Der steht da oben rum und macht nichts. Eieieiei. Ach komm, Freunde, das reicht doch. Ich bin doch echt gut, oder? Das muss doch jetzt reichen hier. Ihr könnt doch nicht alles komplett löschen, ist doch völlig unmöglich zu schaffen. Geh aus, komm. Ja, so wird das eh nichts. Komm, ich geh mal wieder raus. Wie geht denn das jetzt wieder? So, erstmal wieder einfahren. Da brennt's auch noch. Weiter einfahren. Runter. Runter, runter, runter. Brennt hier noch was? Ja, ist klar, ey. Schaut euch das mal an, was hier alles brennt. Wie soll man das alles auf die Reihe kriegen, bloß weil die Kollegen, die kriegen ja überhaupt nichts gebacken hier. Die löschen zwar ein bisschen blöd rein, aber passiert nichts. Also ich hoffe, dass es reicht, wenn man einen gewissen Prozentsatz gelöscht hat oder sowas und der Rest vielleicht von den Kollegen, aber ich glaube das irgendwie nicht. Ja, wir sind eh am Ende dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge und ob ich das schaffe oder nicht. Ne? Also danke fürs Zuschauen, bye bye!